Hallo liebe Freunde des Rechts. Ja, ich bin im Urlaub in Sri Lanka auf dem Ellas Rock im Augenblick. Da erreichte mich die Information, dass das Bundesamt für Justiz mitgeteilt hat, es habe ein Bußgeldverfahren gegen Twitter eingeleitet. In der Pressemitteilung findet man etwas mehr darüber, was dem zugrunde liegt. Und es stellt sich heraus, dass es sich wohl um das Material handelt, was wir im letzten Jahr im Zusammenhang mit dem Prozess von Dr. Michael Blume gegen Twitter beim Landgericht Frankfurt am Main vorgelegt hatten bei Gericht, aber auch gemeldet hatten, sowohl an Twitter als auch an das Bundesamt für Justiz. Aber der Reihe nach. Twitter verletzt systematisch seine Verpflichtungen aus dem deutschen Recht, insbesondere Verpflichtungen aus der Moderation nach § 3 Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Danach ist Twitter verpflichtet, nach einer entsprechenden Meldung rechtswidrige Inhalte zu entfernen. Ja, also diesen Teil kennt ihr, das hat der Justizminister gestern auch in seiner Pressemitteilung und auf Twitter bekannt gegeben. Konkret geht es hier wohl um jene Fälle, die sich um Michael Blume drehen. Denn Michael Blume wurde in zweierlei Hinsicht rechtlich verletzt, nämlich einerseits durch Beleidigungen. Er wurde immer wieder als Antisemit dargestellt, wobei man darüber streiten kann, ob und in welchem Zusammenhang es zulässig sein kann, jemanden als Antisemiten zu bezeichnen. Dazu verweise ich auf die Entscheidung des Landgerichts Frankfurt gegen Twitter. Der andere Punkt aber, und das ist der, der so typisch ist für Twitter, ist der Vorwurf der falschen Tatsachenbehauptung durch Verleumdung und üble Nachrede, 186 StGB. Twitter war notorisch schlecht darin, Meldungen, die eine falsche Tatsachenbehauptung zum Gegenstand hatten, zu entfernen oder auch nur zu überprüfen. Während beispielsweise bei dem Ärztebewertungsportal Yameda oder selbst bei Google die Tatsachenbehauptungen überprüft werden, indem der betreffende Autor aufgefordert wird, Belege vorzulegen, ist das bei Twitter nie der Fall gewesen. Twitter hat, wenn sich nicht eine Beleidigung, und zwar eine solche Beleidigung, die sich durch künstliche Intelligenz überprüfen lässt, Tatsachenbehauptungen schlichtweg stehen gelassen, weil sie sagten, was wir nicht über künstliche Intelligenz überprüfen können, wollen wir nicht überprüfen. Und das war auch die erklärte offene Marschrichtung von Elon Musk, dass man sich nicht an solche Verpflichtungen halten möchte, und das interpretiere ich da jetzt rein, die es erfordern, dass man menschliche Moderation braucht. Das braucht es aber, wenn man einerseits das Recht auf freie Meinungsäußerung wahren will und zum anderen Persönlichkeitsrechte. Es hat sich um den Prozess herum eine Gruppe von Freiwilligen gebildet, die zunächst einmal Michael Blume beigetreten sind in den Doxing und Beleidigungen, zum Beispiel durch die Achse des Guten. Da nannte sich eine Gruppe Ach Besser Crew. Daraus ging hervor dann eine Gruppe, die sich nannte Hate Rangers, wobei viele diesen Namen dann missbraucht hatten. Also die User Sabi Ri und Bastelbro, das sind die tatsächlich, die Arbeit gemacht haben und mittlerweile über 600 Fälle gesammelt haben. Die Fälle von Michael Blume sind insofern nur die Spitze des Eisbergs, und zwar der vordere Teil dieses Eisberges, weil die Sammlung ging weiter und es wurden darüber hinaus sehr, sehr viele weitere systematische Fälle Verletzungen gegen Moderationspflichten aufgedeckt. Insofern freue ich mich jetzt.